doch lieber schlafen. Hey, hast du die fertig? Spielst du mit Polly Pocket? Ich sehe das doch ganz genau da. Nein. Ich spiele ja nicht Polly Pocket. Hallo, ich bin ein erwachsener Mensch. Ich schreibe Was suchst du? Ich suche die Fernbedienung, aber Fern weiß ich jetzt auch nicht. Du spielst doch mit Polly Pocket. Och Mann, ja, ich spiele Polly Pockets. Mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Lies doch ein Buch wie erwachsene Menschen. Und was guckst du? Es ist ein historisches Fantasy-Drama von aus den 2000ern, das jetzt neu verfilmt wurde. Wings Club? Wings Club. Willst du mitgucken? Ja! Ich bin aber blut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu bist, hallo, ich bin die Luzi. Und diese Woche habe ich was geplant. Wow, das ist ja was ganz Neues. Ich habe neulich ein Video von Tiffany Firk gesehen, in dem sie auf ihre alten, liebsten Kindheitsserien zurückgeguckt hat. Und da bin ich direkt total nostalgisch geworden und dachte so, ja, was habe ich eigentlich damals alles geguckt? Es ist wirklich von Altersgruppe 4 bis 13 alles dabei. Und die gucke ich heute zusammen mit euch an und dann können wir gemeinsam ein bisschen darüber heulen, wie alt wir schon sind. Die erste ikonische Kindheitsserie, die mir so gleich eingefallen ist, ist natürlich Teletubbies. Teletubbies ist eine Kinder-TV-Serie, die 1997 gestartet ist und 1999 das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde. Da geht es um vier seltsame, ründliche, bunte Figuren, die sich nur durch Farbe und die Antennenform auf ihrem Kopf unterscheiden. Sie wohnen in einer seltsamen, absurden Gartenlandschaft und in einem Teletubby-Haus, das, glaube ich, aussieht wie ein Hügel, soweit ich mich erinnern kann. Es gibt eine Sonne, die ein Babygesicht hat und jeden Morgen aufgeht und dann auch irgendwann wieder untergeht, glaube ich. Es gibt einen Staubsauger. Sie essen immer Tubby Toast und haben irgendwie so Fernseher auf ihren Bäuchen. Das klingt einfach alles richtig weird, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Das sind auch alle Erinnerungen, die ich noch habe. Also gucken wir jetzt mal rein. Ja, das dürfte Lala sein. Die lustigste Vorstellung ist einfach, dass in diesen Kostümen erwachsene Menschen drin sind, die einfach rumrennen wie große Riesenbabys und rufen Tubby Toast! Tubby Toast! Toast! Tubby Toast! Tubby Toast! Die Tubby Toast! Die Tubby Toast! Die Tubby Toast! Die Tubby Toast! Hilfe! Wie habe ich das ausgehalten als Kind? Wahrscheinlich, weil meine Attention Span sowieso so war. Musste wahrscheinlich jede zweite Sekunde einmal Tubby Toast oder Lala oder Haha gesagt werden, damit man als Baby auch dranbleibt. Wie ihr in meinem Intro vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es jetzt eine Neuverfilmung des Wings Club, die wahrscheinlich eher so ein jugendlicheres Publikum anspricht als Wings Club, wie ich es kenne, weil Wings Club habe ich in der Grundschule geguckt und gespielt. Ihr wisst ja gar nicht, wie oft und wie intensiv wir Wings Club gespielt haben. Oh wow, die Animation sieht echt ziemlich shitty aus. Ist das einer von deinen Feentricks? Nein, Blum. Das ist eine Schutzhülle. Ich weiß ja nicht, wie alt die sein sollen, aber look at them bodies. Erstmal haben sie alle den gleichen Körper, komplett. Und dann Hips und Titties auf jeden Fall. Unerreichbare Schönheitsideale schon in den Kinderserien. Unglaublich. So, man muss ja auch mal darüber nachdenken, dass das Serien sind, die sind nicht an Jugendliche gerichtet und die sind auch nicht an Erwachsene gerichtet, sondern an kleine Kinder. Warum müssen die ja alle verdammt sexy sein? Glamourös, wie fabulös, wie Sharpay High School Musical. Waren bitte gerade diese Verwandlungen? Die nächste Serie, an die kann ich mich tatsächlich auch noch ziemlich gut erinnern, und zwar Simsalagrim von 1999. Simsalagrim behandelt verschiedene populäre Märchen von den Grimm-Brüdern, zum größten Teil, teilweise auch später von noch anderen Autoren, und setzt die modern und ein bisschen abgewandelt für Kinder um. Und es gibt zwei Hauptcharaktere, die immer in die Märchen eintauchen und die sie sozusagen auch erzählen. Und das sind die Farbe
Fabelwesen Jojo und Doc Croc. Das habe ich immer bei meiner Oma geguckt, wenn ich bei ihr war, so abends kam das, so Märchenstunde. Und das war echt eigentlich ganz schön. Ich finde es auch so interessant, das hat Tiffany auch in ihrem Video gesagt, dass man manchmal wie so Fieberträume hat und man sich so fragt, bilde ich mir das ein? Ist das wirklich passiert? Gab es das wirklich? Und dann, dann merkt man irgendwann später, dass das so Kindheitserinnerungen sind oder irgendwelche Serien, die man früher geguckt hat und gar nicht irgendwelche ausgedachten Dinge, sondern dass es die wirklich gab. Oder manchmal hat man so Lieder im Kopf, wie so Abspann- oder Intro-Musiken von irgendwelchen Kinderserien und man kann es einfach nicht zuordnen. Und wenn man es dann sieht, dann ist es so wie so ein Erleuchtungsmoment. Was ich besonders gerne und fast jedes Mal, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, geguckt habe, war Schloss Einstein. Schloss Einstein kam immer so gegen um 3, würde ich sagen, also wirklich genau, wenn man aus der Schule kam, dann hat man sich vor den Fernseher gesetzt mit einer Schüssel Cornflakes und angefangen, Schloss Einstein zu gucken. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr so sehr an viele Dinge. Die einzige Sache, an die ich mich wirklich erinnere bei Schloss Einstein, ist, dass da zwei Punker waren und die eine Punkerin ist dann schwanger geworden. Das weiß ich noch. Egal, wenn Fragen standen, nur eine 4 in Mathe und dann später mal total genial. Wenigstens sahen bei Schloss Einstein auch alle Kinder aus wie Kinder und nicht wie 30-jährige Muskelprotze. Ausgerechnet Ole versuchte sie zu trösten. Mit Drogen? Ole. Come on. Kommt man besser drauf? Das mit dem Kind ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Oh, ich weiß noch, die war so cool. Die war so cool. Ich finde wirklich, dass damals bei Schloss Einstein eine absolut realistische Repräsentation davon war, was man als Teenager so für Probleme hat. Die haben viel über die Schule geredet, über Schulprobleme, über Ängste für die Zukunft. Die haben viel über das erste Mal, über wirklich mal sich vorsichtig rantasten, nicht wissen, ob man das jetzt will, der erste Kuss. All diese Sachen haben die dort wirklich realistisch rübergebracht. Und heutzutage, was denkt denn die Jugend von heute, wenn die nur Serien hat zur Auswahl wie Riverdale oder Bridgerton oder Sabrina, die behandeln nicht wirklich annähernd die Probleme, die Jugendliche tatsächlich haben. Und wenn dann eben auf so einer großen Hollywood alles ist mit einem Beauty-Filter, wunderschön, Die nächste Kinderserie habe ich tatsächlich relativ spät erst geguckt, aber dann auch sehr, sehr regelmäßig. Manchmal nach der Schule, wenn ich dann nach Hause gekommen bin und dann später auch nochmal auf YouTube alles komplett durchgesuchtet, weil ich es geliebt habe. Und das ist Detektiv Conan. Detektiv Conan erzählt die Geschichte eines jugendlichen Meisterdetektivs, der von zwei Männern in Schwarz in ein Kind verwandelt wird, durch Zufall, und dann auf der Suche nach ihnen ist, um sich zurückzuverwandeln. Er sucht dann nach Unterschlupf bei seiner eigentlichen Freundin, bei seiner Jugendfreundin Ran und ihrem Vater, der zufälligerweise auch ein Detektiv ist, nur leider ein sehr versoffener, der nie irgendwelche Aufträge hat, und lebt dann bei denen und löst sozusagen die Fälle, die eigentlich für den Vater von Ran vorgesehen sind, und probiert auf diesem Weg irgendwie rauszubekommen, wer die Männer in Schwarz waren. Es war einfach immer so cool, die Fälle waren immer so mindblowing und es war einfach mega gut gemacht. Das Intro, das kann ich noch auswendig, ich weiß es. Egal, so vieles mag sein, nur was das Herz sagt, kann wahr sein. Nur Frage in meinem Kopf, noch keine Antwort entdeckt. Hörst du nicht, wie mein Herz klopft? Die Wahrheit hat sich gut versteckt. Iconic! Es gibt noch so viele andere Anime-Serien, die ich nach der Schule geguckt habe. Irgendwie One Piece kam teilweise oder... Da kommen wir gleich ins nächste Gespräch und zwar Naruto. Naruto erzählt die Geschichte eines jungen Ninjas namens Naruto Uzumaki, in dem, als er ein Kind war, ein Dämon eingeschlossen wurde von seinem Vater. Der Dämon ist in Form eines Fuchses, soweit ich mich erinnern kann, der mal sein ganzes Dorf zerstört hat. Und seitdem kämpft Naruto darum, erstens die Anerkennung der anderen wiederzubekommen und zweitens mal ein Hokage zu werden, und das ist der Anführer des Dorfes. Oh, ja, sie sind so cute. Holy f***ing shit, wie hieß er nochmal? Irgendwas mit U, oder? Irgendwas mit U. Nein! Kakashi. Eine Serie, die mir auch irgendwie nie aus dem Kopf gegangen ist, die ich aber wirklich selten geguckt habe, aber trotzdem weiß ich, dass es die gab, ist LazyTown. Wer erinnert sich nicht an LazyTown? In LazyTown geht es um den athletischen Superhelden Spartacus, der aus den Bewohnern der LazyTown sportliche, aktive Menschen machen möchte. Und die Moral der Geschichte sollte natürlich sein, hey, mach mehr Sport und iss weniger Süßigkeiten. Aber bei mir ist einfach nur rübergekommen, ich will auch einen pinken Bob. In LazyTown ist immer so. Damn! Spartacus! Ich will auch so springen können. Woo!
Au! Ja, wir lassen das. Im Zuge des deutschen Nachmittags-TVs fällt mir auch noch Folgendes ein. Löwenzahn. Ich hab's nur gesagt und du hast schon die Melodie im Kopf, ne? In Löwenzahn geht es um Peter Lustig, der in einem blauen Bauwagen wohnt. Das ist im Prinzip ein Tiny House. Und der dann verschiedene Themen behandelt, um Wissen in Form von Filmbeiträgen, Liedern oder Bildergeschichten an die Kinder weiterzugeben. Lärm hier, das gibt's ja nicht. Die Trude! Doch, die Trude! Mensch, Trude, was machst du denn hier? Wer hätte das gedacht? Was? Wer hätte das gedacht? Ach, na, sag ich doch. Na, Moment mal. Wer hätte was gedacht? Ja, echt mal, wer hätte was gedacht? Abgesehen von Zeichentrickserien habe ich auch sehr, sehr gerne gebastelt als Kind. Und da erinnere ich mich sofort an Art Attack. Art Attack war eine Bastelshow im Prinzip, wo immer so verschiedene kleine Sachen gezeigt wurden, die man als Kind selber nachbasteln kann. Und dann, und das war die coolste Sache, hat ein Künstler immer so ein riesengroßes Kunstwerk gemacht. Irgendwie auf einer riesen Wiese mit Tüchern was zusammengelegt und dann von oben mit der Drohne hat man das dann im Gesamten gesehen. Und das fand ich immer so cool. Ich dachte mir immer, wow. Das ist echt cool. Zu guter Letzt muss ich, weil es nicht anders geht, Hannah Montana ansprechen. Ich habe Hannah Montana tatsächlich nicht als Kind geguckt, also schon als Kind, aber eher als Jugendliche. Und zwar sehr intensiv kurz bevor ich ins Auslandsjahr gefahren bin. Und das war ja dann schon so 9., 10. Klasse in dem Bereich. Tatsächlich habe ich Hannah Montana nur auf Englisch geguckt und damit wirklich intensiv Englisch gelernt. Ich habe mir Wörter aufgeschrieben, wo ich fand, dass die cool klingen und sie übersetzt für mich und dann selber in Sätzen eingebunden. Und das Lustige ist auch, dass ich in dieser Serie immer Wörter gelernt habe, die es eigentlich gar nicht gibt. Miley sagt immer so komische Sachen wie Sweet Niblets. Sweet Niblets. Oh, Sweet Niblets. Sweet Niblets. Sweet Niblets. Hannah Montana hat 2006 gestartet und erzählt die Geschichte von Miley Stewart, die tagsüber ein ganz normales Mädchen ist und zur Schule geht und abends ein weltbekannter Popstar namens Hannah Montana. In den ganzen Staffeln, die es da gibt, wird ihr Dilemma erzählt von, wie sie ihr Doppelleben am besten ausbalanciert, welchen Leuten sie anvertrauen kann, dass sie eigentlich ein Popstar ist und welchen nicht. Und in dieser seltsamen, utopischen Welt reicht es aus, sich eine Perücke aufzusetzen und keiner weiß mehr, wer du bist. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me could double as a superstar? You get the best! Damit wären wir dann jetzt auch am Ende unseres nostalgischen Ausflugs angekommen. Das sind alle Kindheitsserien, die ich wirklich intensiv geguckt habe. Unter anderem gibt es auch noch ein paar sehr gute Serien, wie zum Beispiel Nets ultimativer Schulwahnsinn, H2O, Plötzlich Meerjungfrau, Meine peinlichen Eltern, Full House oder Alfred J. Quark. Kann sich jemand an den erinnern? Oh mein Gott, oder Nils Holgersson oder Heidi oder es gibt noch so viele andere Serien, über die ich reden könnte, die ich als Kind geguckt habe. Und Filme gibt es gleich nochmal 20.000 mehr. Und wenn ihr wollt, dass ich gerne mal über meine liebsten Kindheitsfilme rede, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir aber auch euren allerliebsten Kinderfilm oder eure liebste Kinderserie in die Kommentare. Ich finde es einfach so witzig, immer darüber nachzudenken, was es so gab und was wir alle geguckt haben und was, worüber wir nachgedacht haben damals, was wir gespielt haben auf dem Schulhof. Ach, das sind einfach schöne Erinnerungen. Vor allem gerade zur Zeit, so, wo man überhaupt gar keine Erinnerungen machen kann und nur zu Hause sitzt und nichts ist, nichts, nichts. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr Fragen an mich habt. Ich wollte nämlich gerne mal ein Q&A-Video oder so machen. Das hatten nämlich auch ein paar Leute requested und wollten mal, dass ich das mache. Dazu brauche ich aber natürlich erstmal ein paar Fragen. Und wenn sich keiner für mich interessiert, dann brauche ich auch nichts beantworten. Aber falls ihr Fragen an mich habt, dann jetzt in die Kommentare oder schreibt mir gerne auf Instagram irgendeinem random Shit. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt glücklich. I love you.